Ich habe es ja bei der Einleitung kurz angeführt, warum muss man überhaupt denken, wenn wir eigentlich den Patienten nur aufmerksam zuschauen müssen. Ich glaube sehr wohl, dass das notwendig ist, und zwar deswegen, weil wir ja in unserer therapeutischen Praxis andauernd Misserfolge haben. Jeden Tag kommen Patienten, bei denen wir keine durchschlagenden Erfolge haben. Das sind Patienten, die werden ein bisschen besser, aber wenn sie vielleicht woanders hingehen würden, wo man sie sanft massiert, würden sie gerade besser werden. Für das brauchen wir kein FDM. Wir wollen FDM für Patienten, die krank reinkommen und gesund rausgehen. Es möglich ist, dass man bei fehlerhaften Diagnosen oder bei Schwierigkeiten in der Behandlung Strategien entwickelt, wie man aus einer sogenannten Misserfolgssituation eine Lernsituation machen kann. FDM ist meines Erachtens kein dogmatisches Regelwerk, wo man sagt, ja, die Baldus hat gesagt, wir müssen XY machen und dementsprechend folgen wir dem Ganzen, sondern wir wollen eigentlich das Stay-in-the-Model dahingehend deuten, dass wir auf keinen Fall unser Hirn ausschalten, sondern eben FDM als eine Art Hilfestellung wiederum verstehen, um jeden Tag am Patienten zu lernen und daraus unsere Schlüsse zu ziehen. Wie funktioniert das jetzt? Was ihr braucht als Voraussetzung, das sind so grundsätzliche Ideen zum Clinical Reasoning, ist einerseits medizinisches Faktenwissen. Ja? Das heißt, es geht jetzt in dem Sinne natürlich weit über die Standardmedizin hinaus. Es geht darum, dass ihr FDM-Faktenwissen habt. Ihr müsst fix sein, was die FDM-Theorie betrifft. Es geht darum, Wissen und Erfahrung zu haben mit der Behandlung. Das ist einmal der Grundsockel, den jeder von uns braucht. Dann geht es in zweiter Linie darum, bei jedem Patienten natürlich zu einer optimalen Informationsaufnahme beizutragen. Das heißt, wir müssen aufmerksam sein, wenn die Patienten kommen. Man muss aufmerksam sein, weil die Body Language beispielsweise sieht man sehr oft in Situationen, wo man nicht danach fragt. Was ihr auch immer wieder, was meine Empfehlung zumindest ist, ist immer wieder sich zu überlegen, ob es Gründe gibt oder Details in der Anamnese, in der Diagnostik, die eure Hypothese erhärten oder nicht. Ja? Nur weil jemand das macht, bedeutet das meiner Meinung nach lange nicht, dass dieser Triggerwart ist. Ihr habt sicher wie immer wieder Patienten, die beispielsweise mit Nackenbeschwerden kommen. Die haben einerseits Nackenbeschwerden, andererseits Beschwerden im Arm. Ja? Aus schulmedizinischer Sicht würde man sagen, die haben sich einen Nerv eingeklemmt, da strahlt irgendwas runter. Ja? Ihr manipuliert den Nacken, das verschwindet. Warum verschwindet das? War das jetzt ein Triggerband und ist durch die Nackenmanipulation verloren gegangen oder verschwunden? Ja, das ist eine Frage, die ich mir sehr oft gestellt habe. Und das bringt mich zum Schluss, dass vielleicht nicht jeder Fingerzeig, den der Patient am eigenen Körper andeutet, als Fasziendistorsion zu deuten ist. Und deshalb ist es meines Erachtens besonders wichtig, die Gestik in den Kontext mit der restlichen Diagnostikkriterien zu sehen. Schlussendlich noch die Metakognition, ja, das bedeutet schlussendlich einfach, dass jeder einen blinden Fleck hat. Es gibt hier herinnen Leute vielleicht, die besonders viele HTPs sehen, andere sehen, wie ich vielleicht andauernd, Faltdistorsionen. Es gibt Freunde der CD und es gibt Liebhaber der Zylinderdistorsion. Also es hat jeder so seine Präferenzen und dessen muss man sich zumindest bewusst sein. Wenn ihr euch dessen bewusst seid, habt ihr gute Möglichkeiten über diesen blinden Fleck hinauszuschauen und euch vielleicht das Spektrum der FDM-Diagnose wiederum zu erweitern und das FDM in seiner Komplettheit zu sehen. Take-home-Messages. Ja? Was will ich euch damit sagen mit dem Ganzen? Erstens einmal, meines Erachtens ist es wichtig, sein persönliches FDM-Verständnis zu prüfen und zu vervollständigen. Ja? Wo habt ihr Schwachstellen? Wo habt ihr den Eindruck, dass ihr vielleicht sozusagen das Modell noch nicht ausreichend kennt? Der zweite wichtige Punkt, weil wir sind ja hier auf einer Scientific Conference und ich höre andauernd, wenn ich von diesen großen Studien, lese, beziehungsweise die Redner vor mir auch fantastische Studien präsentiert haben, dass ich in meiner kleinen Praxis das doch nie stemmen kann. Deshalb werdet ihr doch einfach zum Researcher an euren eigenen Patienten. Ja? Jeder von euch kann diesen Clinical Reasoning Prozess starten. Es gibt den Case Report Contest, wo man sich aktiv einbringen kann und vielleicht auch mit Unterstützung von Kollegen Studien an Einzelfällen
durchführen kann. Jeder Patient, der zur Behandlungstür reinkommt, ist in gewissem Sinne ein Test für das Modell und ist ein Test dafür, wie ihr das FDM anwendet, ob das für euch funktioniert.